Ja, hallo, ich danke euch für euer neues Video. Und zwar heute geht's richtig ab, Freunde, bei Stani Performance. Und zwar, ich bin richtig sauer, Leute. Heute mache ich Amir platt, Alter. Leute, ihr habt gesehen, was der geplant hat, Leute. Der hat geplant, meine Autos zu klauen. Stellt sich denn auch so als Ehrenmann da und sonst was? Das reicht mir heute. Heute Amir ist Geschichte, Leute. Ihr werdet heute sehen, was mit dem passiert. Nämlich, der legt sich nicht mit Stani Performance an. Mit Bilal sind wir jetzt wieder gut, aber Leute, was Amir gemacht hat, ging deutlich zu weit, Freunde. Ich hatte fast die Freundschaft zu Max verloren und zu SU. Und jetzt ist vorbei, Freunde. Irgendwann ist die Grenze erreicht und jetzt werde ich ihn zur Rede stellen. Weil, Leute, habt ihr überhaupt mitbekommen? Amir hat ja quasi Max, SU und Russak beauftragt, meine Autos zu klauen. Ich dachte zuerst, die wollen mich ärgern, sonst was, aber Dings, Amir hat die beauftragt, Leute, und hat dann bei mir Autos gekauft, um gut dazustehen. Also das ist wirklich richtig eklig, was er meiner Meinung nach gemacht hat. Einfach, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat, Leute. Wir sind jetzt mal, ich bin mal gespannt, wo Amir ist, Alter. Der wird jetzt safe zu Hause sein. So. Amir. Wo treibt der sich rum, Digga? Hallo? Ja, Amir, ich bin hier unten. Bist du im Haus drin? Ja, ich komm rein. Ich bin hier im Haus. Wo bist du denn? Alter, bist du ja. Ja, ich bin... Was geht? Was geht? Alles klar, Bro? Ja, alles... Was geht ab, mein Lieblingsautohändler? Ja, alles klar, Bro. Du weißt ja, ich habe richtig Stress gehabt. Hier, Russak, Max und so, die haben meine Autos geklaut, ne? Richtige Idioten. Hast du die wenigstens erwischt? Ja, habe ich erwischt. Habe ich ja, erwischt. Ja, sehr gut, sehr gut. Hast du dein Auto wenigstens wiederbekommen? Ja, ich habe meine Autos wiederbekommen. Oh, das ist nice. Das ist und nice, du hast damit, zum Glück nichts zu tun, ne? Ja, Digga, was hab ich da geklaut? Digga, ich habe extra Autos bei dir gekauft, um dir zu helfen auch. Amir, Alter, was laberst du für eine Scheiße, Alter? Oh, was soll das denn? Max hat mir gesagt, dass du die beauftragt hast. Was soll das, Junge? Oh, ich hab doch extra Autos gekauft bei dir. Was reicht's mit dir, Amir, Alter? Oh, was ist denn los mit dir? Ja, du wirst sehen, was du davon hast, Digga. Du wirst sehen, was du davon hast. Ey, sei doch froh, dass ich wenigstens ein paar von dir gekauft habe. Ey, was machst du hier? Was machst du hier? Hör auf! Ich höre einen Scheiß auf, Amir. Du wolltest das so. Nein, nicht mein Haus! Du wolltest das so, Amir. Du kannst dir jetzt das schön mit angucken hier. Nein. Was, wenn die lügen? Was, wenn die lügen? Ich hatte mit nichts zu tun. Die lügen nicht. Da sagen drei Leute, dass du das warst. Nein, mein Haus! So, Amir, das hast du davon, Alter! Wow. Das gibt Rache! Oh mein Gott, Leute, das ganze Haus brennt. Hau rein, Amir! Hilfe! Ah, Leute, was soll ich machen? Amir dachte, er kann sich mit Stani Performance anlegen, aber nicht mit mir, Leute. Jetzt werden wir was Krankes machen, Freunde. Und zwar, ich will euch unbedingt was zeigen, was wir uns neues für Stani Performance geholt haben, beziehungsweise uns holen werden, Freunde. Dafür habe ich sehr, sehr lange gespart. Das wurde nämlich heute angeliefert, extra aus dem Ausland. Und Leute, ihr habt so ein Auto noch nicht gesehen. Es ist mit Abstand das teuerste, beste Auto überall, das es in GTA gibt, Leute. Da werden wir jetzt hinfahren, aber erstmal zurück zum Autohaus. So, Leute, da sind wir jetzt da. Baba, wissig. Ich will nämlich ein Upgrade von einem Auto machen, Leute. Und dieses Upgrade, Leute, das wird zu wild werden. Und ich habe auch eine... Leute, ich wollte euch was hier zeigen. G-Glass. Was macht hier einer da mein Auto? Hallo. Jo. Was los? Soll ich die Security mal Bescheid sagen? Wollt ihr ein Auto kaufen oder was? Ja, wir gucken Auto. Ich hab Geld. Ich will schauen hier. Ist nur normal. Gucken. Ja, heute haben wir aber geschlossen, ja? Okay. Cool. Okay. Ich hör das da nicht wahr. Sollen wir weggehen hier, Leute? Das ist mir irgendwie gerade nicht ganz geheuer. Guck mal, wie viele das sind. Das werden ja immer mehr, Alter. Was geht denn jetzt hier ab, Junge? Man guckt ja hier so doof rein, Alter. Guck mal, wie der reinguckt. Der denkt, wo ich sehe ihn nicht. Der irgendwas beobachten die hier. Oh mein Gott, ich wollte euch zeigen, Leute. Lass einfach ganz normal weitermachen. Wer weiß, das sind irgendwelche Rabauken, die mich hier ärgern wollen. Jedenfalls, Leute, ihr seht hier die Autos. Hat mir Max auch wieder zurückgebracht. Und SU, wir haben jetzt wieder das komplette volle Autohaus. Da bin ich sehr zufrieden. Was macht der da? Was gegen meine Scheibe da, Alter? Der wirft Steine gegen meine Scheibe. Ich glaube, ich spinne. Ey. Jetzt rennen die weg, Alter. Ey, bleibt mal jetzt stehen hier, Alter. Ihr Rabauken. Ihr Paulberger, ey. Ja, guck mal. Dabei. Da haben die Angst, Leute. Da haben die Angst. Ja, wenn Stani Performance einmal rauskommt, Alter.
Warte, guck mal hier, der Typ fährt hier auch rum. Ja, gut, ist egal, Freunde. Jedenfalls machen wir weiter. Ja, jedenfalls, ich wollte jetzt nämlich, wartet mal, welches Auto wollte ich machen, Leute? Den hier, dieses Auto, Leute. Ihr habt ja gesagt, ich soll ja gepanzerte Autos bei mir anbieten. Hä? Oh, sind das Schüsse? Nein, die knallen meine Securities ab. Ey! Schieß zurück! Wir werden angegriffen, Boss, wir werden angegriffen! Scheiße, Leute, scheiße. Was ist hier los, Alter? Bro, was geht denn hier ab? Ey! Hände hoch! Ey, hau ab mit dir, Alter! Was ein paar Typen, Alter. Guck mal, das war der doch, der McLaren, Leute. Ey, was? Scheiße, scheiße, Leute. Ich glaube, die wollen mein Autohaus angreifen oder so. Bro, was geht denn jetzt da ab, ey? Warte mal, wir werden oben hingehen. Bei oben haben wir eine bessere Position, um das Ganze zu beobachten. Scheiße, Leute, warte, ich muss Max anrufen. Ich muss Max anrufen. Nein, der geht nicht ans Telefon. Okay, warte mal, ich rufe mal SU an. SU, bist du da? Hallo, Bro, was geht? Ja, Bro, mein Autohaus wird angegriffen. Du musst mir unbedingt helfen. Wie, dein Autohaus wird angegriffen? Bro, ich bin gerade irgendwo im Urlaub. Ich kann doch jetzt nicht zu dir kommen. Nein, nein. Ich mach gerade Urlaub. Was passiert denn gerade bei dir? Soll ich irgendjemanden zu dir schicken? Ja, wenn du jemanden hast, schick zu mir, Alter. Hier fahren irgendwelche Leute rum und wollen mein Autohaus angreifen. Oh, scheiße, scheiße, Digga. Aber ich glaube, ich kann von hier aus nichts machen. Das ist gar nicht gut. Ey, okay, ja, danke trotzdem, Alter. Ey, Leute, was soll ich denn jetzt machen? SU hat keine Zeit, Alter. Guck mal. Warte mal, sind die das oder was? Das ist auf jeden Fall einer davon. Und das scheint der Boss zu sein. Nein, 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 nein. Die rüsten sich, glaube ich, gerade aus oder so. Ey, nicht, dass jetzt noch mehrere kommen. Leute, ist egal. Ich werde mein Autohaus verteidigen. Komme, was wolle. Scheiße, was machen die denn da jetzt? Bro, ich glaube, die sammeln sich da oder so. Leute, was machen? Da kommt noch einer. Mit Motorrad. Guck mal, die sind voll bewaffnet, Alter. Was geht denn da ab? Nein. Nein, der hat eine Panzerfaust, Leute. Und was machen wir jetzt? So, der weiß ganz genau, dass ich ihn sehe. Das ist natürlich... Ich probiere raus, das zu klären. Vielleicht kann man das klären oder so. Warte, ich rufe Amir an. Fragen, was der damit zu tun hat, Alter. Amir! Was willst du da? Sind das deine Leute hier oder was? Sind das... Ach, Digga, was sind meine Leute? Ich wünsche nur schlecht. Du hast mein Haus abgebrannt. Sind das, wenn das deine Leute sind, Armin, das hat ein Nachspiel, Alter. Das sind meine Leute, ich hab keine Leute. Ich komm und mach dich platt, wacht ab. Ey, was willst du da unten? Привет, ждем hier Moment, da? Ja. Schönes Autohaus hast du, wie wär's, wenn du ausziehen würdest? Ich zieh nicht aus, Alter. Ja, aber... Ihr kriegt mich hier niemals raus. Ach, Kimi, ist doch auch ein schöner LKW, den du da hast, ne? Ja, das ist keiner LKW. Lass den LKW in Ruhe. Jungs, hey, Goodman, zeig mal, ob die Minigun aushalten, die LKW, da? 3, 2, 1. Ich sag euch eins. Alter, ey, hört auf damit. Oh, der hat sich noch nicht so gut aus. So. Upsi. Ey, Jungs, was wollt ihr? Was ist eure Forderung? Oh, schöne G-Klasse hast du. Lass die G-Klasse in Ruhe. Ich hab gehört, du willst hier rausziehen. Oh. Scheiße, Leute, ich hab keine Chance gegen dich. Ich glaube, du wolltest ausziehen hier, hab ich gehört. Stanley Performance wird bald frei sein. Nix kriegt ihr hier. Schöner Bentley. Der Bentley hab ich mitgemacht. Wenn ihr reinkommt, werde ich die Bomben zünden, Alter. Du willst Bomben zünden? Ja. Ist doch gar kein Problem. Jungs, komm, wir gehen rein. Da. Wo sind die Bomben? Wo? Wow, Leute, was geht hier ab, Alter? Jungs, dabei raus. Ey, Alter, Leute, was geht hier Angriff, ab? Angriff, dabei! Mach den Laden dicht! Nein! Wartet, Jungs, da oben ist ein Helikopter, den schnapp ich mir. Jetzt reicht's mir, Alter! So, dabei abhauen. Jungs, Mission erfolgreich. Alter, haben die schutzsichere Weste an oder was? Leute! Eile mich mit, Junge! Oh. Hey, scheiße, Mann! Scheiße, ist wieder mit einer, Leute. Bam, Alter! Was habt ihr da vorne, Junge?
Oh, 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 Jungs, zurück zu, wir haben alles geschafft. Die Feuerwehr, ja! Kommt schnell, Alter! Hey, fahrt schnell in mein Autohaus rein! Nein! Nein! Nein, Leute! Was ist hier passiert, Alter? Leute, was geht hier ab? Ey! Was ist das hier? Wow! Ey, wir haben das uns alles aufgebaut! Ey, das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Wir haben gar nichts mehr! Die haben alles kaputt gemacht! Ich kann's nicht glauben! Ey, bitte nicht! Ha! Stani! Haha! Das nenn ich Karma, du Loser! Und damit hat Armin was zu tun. Ey, Leute, bitte nicht. Ich fahr schnell zum anderen Autohaus. Sag mir bitte, dass da nichts kaputt ist. Bitte nicht. Sag mir, bitte Leute, das ist meine letzte Chance. Wenn das andere Autohaus auch kaputt ist, dann ist Stani Performance tot, glaube ich. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ey, man kann es doch übertreiben. Aber Armin, es geschieht Armin recht. Was er hat so mit uns gemacht. Ich habe mich doch nur gerecht, Alter. Nein, bitte nicht. Wir haben auch mein zweites Autohaus gefunden. Ey, das wollte ich doch erst umbauen. Was? Bro. Ey! Dabei! Was? Der Rampe. Oh! Jungs, gib mir Deckung. Dabei, wir müssen abhauen. Leute, was geht hier ab, Alter? Nein! Ey, das war doch mein zweites Autohaus. Die haben ja auch das Autohaus gefunden, haben alles zerstört, Leute. Die haben alles zerstört. Was soll ich denn jetzt machen? Standard Skill! Ja, was? Guck sein Auto an! Die haben mein letztes Auto auch noch kaputt gemacht, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, mir fehlen die Worte. Was ging denn hier bitte ab? Die haben alles zerstört von mir. Ich habe gar nichts mehr. Ey, die wussten überall, wo alles ist. Ich glaube, ich drehe durch, Leute. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Was sollen wir denn jetzt machen, Mann? Warte mal, Leute. Ich zieh schnell den Pullover aus, Alter. Nicht, dass die mich auch noch jagen. Das wäre ein bisschen zu krass, Alter. Leute, von wem kam denn der Angriff? Und ich habe gestern das ganze Geld für Billos Event ausgegeben. Ey, Leute, ich guck mal, wie viel Geld wir noch haben. Wir haben noch 80.000. Ich habe ja alles ausgegeben. Wir haben nur noch 80.000. Was sollen wir machen? Wir haben alles verloren. Wir haben nichts mehr. Ich muss gucken, Leute, dass mich hier keiner sieht. Wir müssen rüber. Oh, Scheiße. Wer ist das? Hä? Danny? Ja? Wie du das? Ja, bin ich. Ey, was meinst du denn, Neil? Nichts. Warum haben wir nur kein T-Shirt an? Ja, mich haben gerade Leute gejagt, Alter. Das ganze Autohaus. Die haben mein Autohaus hochgejagt. Boom, steig mal ein. Die haben mein Autohaus hochgejagt, Alter. Wir haben Autohaus. Ja, beide Autohäuser kaputt. Alle Autos weg, auch deine Autos. Wie meine? Na, deine Autos, die ich liefern sollte. Aber warte mal, ich hab dafür so gezahlt. Ja, was kann ich dafür? Ah, warte, ganz kurz. Ich hab meine Autos bei dir bestellt, weil du, Max, habe gesagt, bei dir laufen nicht gut. Ich hab viel Geld da gelassen. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, Mann. Ah, kein Problem. Also gib mir Geld wieder zurück, weil du hast ja Geld bestimmt wieder auf Bank. Ich hab kein Geld. Hey, du hast kein Geld. Ja, ey, Bro, ich hab kein Geld. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab nicht mal ein Auto. Das heißt, mein Geld weg. Oh, du hast ein Auto. Ja, was kann ich denn dafür? Ah, ist kein Problem. Steig aus. So. Entweder du springen jetzt da runter und machen dich kaputt oder gib mir jetzt was dafür. Ja, warte, ich geb dir was. Ich geb dir was. Das ist mein letztes Geld, Alter. Mehr hab ich nicht. Ich hab Max gesagt, du bist kein guter Mann. Nein, du kein guter Junge. Ey, willst du einen verassen? Nein. Sei froh, dass Max dich mag, sonst wärst du jetzt tot. Du wärst tot. Ich kann doch nichts dafür, Alter. Aha, ich werd dich anrufen, na? Ich vergiss mein Geld nicht. Na? Du schuldest mir jetzt ganz viel. Immer wenn ich anrufe, sei beleidigt. Leute, was sollen wir denn jetzt machen, Alter? Jetzt haben wir nicht mehr 80.000. Was sollen wir machen, Alter? Ich habe mir doch wochenlang dieses Autohaus aufgebaut. Ey, Leute, der Einzige, der hier nur noch helfen kann, ist Bilal.
Wir müssen irgendwie zu Bilal kommen. Hey, Bro, ich hab nicht mehr mein Telefon, Alter. Freunde, was... Der Einzige, der mir wirklich Leute in dieser Situation helfen kann, ist Bilal. Und was soll ich machen mit Stani Performance, Freunde? Das ist alles kaputt, alles weg. Ey, Katastrophe, Leute. Schreibt unten in die Kommentare rein, was ich machen soll. Mir fällt nichts mehr ein, Freunde, das war's gewesen. Stani unter der Brücke, Performance ist in. Schön mit Öl.